Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja, ja doch, ganz, ganz nett. Hey, mir geht's gut. Ich liebe Sonntag. Ich liebe es, mit dem Sonntag in die Woche reinzustarten. Ich liebe es, in der Kirche zu sein. Ich liebe es, hier zu sein. Und ich freue mich auch auf heute. Wir sind gerade mitten in der Predigtserie. Ja? Church Without Walls heißt die Predigtserie. Wir machen die Predigtserie, weil wir fester Überzeugung sind, dass Kirche nichts mit Gebäuden zu tun hat. Dass Kirche ein Ort ist, der weit über das hinausgeht, was diese Mauern hier zu bieten haben. Weil wir glauben, dass Kirche was mit euch zu tun hat. Und heute geht es ganz besonders um dieses Thema, wie kann ich Einfluss, wie kann ich einen positiven Einfluss auf meine Gemeinde nehmen. Meine Gemeinde positiv beeinflussen. Wir hatten die letzten Wochen schon Themen so Einfluss nehmen. Was ist das überhaupt? Ja, wie können wir außerhalb unserer Kirche, außerhalb unserer Mauern Einfluss nehmen? Und wir hatten das Thema, wie kann ich Einfluss nehmen auf meine Familie? Und heute geht es darum, wie kann ich einen positiven Einfluss auf meine Gemeinde nehmen? Hey, Tabea hat das vorher schon gesagt. Wir hatten gestern wirklich einen wunderbaren Tag. Es ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen für Toni, Tabea und mich. Wir konnten endlich das Worship College starten. Und wir waren mit 31, ja. Und wir waren mit 31 Menschen hier draußen im Foyer, die sich angemeldet haben fürs Worship College. Und es ist echt eine richtig, richtig gute Gruppe gewesen. Hey, es hat so Spaß gemacht mit ihnen, ja. Es sind Leute aus verschiedenen Kirchen und Denominationen. Wir haben Leute aus der katholischen Kirche dabei, aus der evangelischen Kirche, aus verschiedenen Freikirchen. Und hey, es war so schön zu sehen, wie sie alle gemeinsam da sind, weil sie diesen Hunger danach haben und weil sie mehr darüber lernen wollen, was Anbetung ist. Weil sie mehr darüber lernen wollen, was es heißt, so ein Herz der Anbetung zu haben. Und es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Wir sind so dankbar dafür, dass wir das machen können. So dankbar für jeden Einzelnen, der kommt. Vielleicht ist ja auch was für euch nächstes Jahr. Überlegt mal. Hey. Aber einige von Ihnen sind auch mit einer Frage gekommen. Und zwar mit der Frage, wie kann ich meine Gemeinde positiv beeinflussen? Weil sie gemerkt haben, hey, in meiner Gemeinde, da gibt es vielleicht ein Defizit in dem Bereich. Oder wir wollen in dem Bereich irgendwie neue Wege gehen. Wir wollen weiter vorankommen. Wir wollen, manche wollen vielleicht eine ganz neue Arbeit starten, eine Lobpreisarbeit, weil es die vielleicht noch nicht gibt in der Gemeinde. Und alle kommen mit dieser Frage so, hey, wie kann ich meine Gemeinde darin positiv beeinflussen? Ich bin in der Gemeindekultur groß geworden, ja. Wenn uns was aufgefallen ist in unserer Gemeinde, was nicht zu unserem Bild von Gemeinde gepasst hat, so, wo wir dachten, das läuft vielleicht nicht so gut, das läuft vielleicht ein bisschen schief, ja, dann sind wir zu unserem Pastor gegangen oder zum Verantwortlichen gegangen und haben gesagt, hey, pass mal auf, Pastor, ja. Hier, siehst du das, das läuft gar nicht so gut. Mach mal was dagegen. Pastor, ist dir schon aufgefallen, dass wir gar nicht so viele Hauskreise und Kleingruppen haben? Hey, wie soll denn unsere Gemeinde irgendwie wachsen? Wie soll denn Gemeinschaft entstehen? Wie soll Jüngerschaft entstehen, wenn du nicht dafür sorgst, dass wir genug Hauskreise haben? Jugendpastor, ist dir schon mal aufgefallen? Unsere Jugend ist ja ganz nett und so, aber hey, so ein bisschen mehr Kreativität und so wäre schon nicht schlecht. Kannst du dir nicht mal irgendwas einfallen lassen? Ich denke mir, hey, so im Nachhinein war das der Weg, wie wir unsere Gemeinde beeinflussen können, wie wir darauf einen positiven Einfluss nehmen können, dass was vorangeht. Eigentlich ein ziemlich dummer Gedanke. Hey, wir haben alle ein Bild von Kirche. Weiß nicht, vielleicht ist das dein Bild von Kirche. So, das Gebäude muss so aussehen, ja. Eberhard muss nächste Woche im Talar so dastehen, weil das gehört sich so für einen Pastor, ja. Wir haben alle ein verschiedenes Bild von Kirche. Ja? Wenn wir hier sonntags zusammenkommen im Jesuszentrum, in zwei Gottesdiensten, hier kommen 350 Leute zusammen. 350 Leute, die einen verschiedenen Hintergrund haben, die aus verschiedenen Bereichen kommen, die unterschiedlich aufgewachsen sind, die unterschiedlich vielleicht was von Kirche mitbekommen haben, die unterschiedlich was vom Glauben mitbekommen haben. Und wir kommen hier zusammen und jeder hat so sein Bild von Kirche. Und jeder denkt so, so muss Kirche aussehen. Oder so ist Kirche. Und was wir machen wollen heute, ist, dass wir uns anschauen, hey, wie können wir einen positiven Einfluss darauf nehmen? Und vor allem, wie können wir diese Vielfältigkeit vielleicht auch in Einklang bringen? Ich habe uns 5 Punkte mitgebracht.
Jetzt wisst ihr, worauf ihr euch einlasst, eine klassische Fünf-Punkte-Predigt. Der erste Punkt ist, den wir uns anschauen wollen, wenn wir einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinde haben wollen, dann ist es wichtig, werde ein fester Bestandteil einer Gemeinde. Werde ein fester Bestandteil deiner Gemeinde. Werde ein fester Bestandteil. Hey, wie wollen wir bitte schön positiven Einfluss darauf nehmen, wenn wir nicht zur Gemeinde dazugehören? Wenn wir nicht ein fester Bestandteil dieser Gemeinde sind. Hey, ein fester Bestandteil, das heißt, dass ich so, ich sag mal so im Großen und Ganzen, ja? Dass ich so im Großen und Ganzen so irgendwie mit der Leiterschaft schon mal klarkomme. Ja, dass das, was Sie sagen, schon mal ganz gut ist. Es gehört auch dazu, hey, dass wir die gemeinsame Vision teilen der Gemeinde. Dass wir eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Ziel haben. Und es gehört dazu, dass die Art und Weise, wie Gemeinde gelebt wird, ja, wie wir Gemeinde leben, dass wir auch damit klarkommen. Wenn wir ein Teil der Gemeinde sein wollen. Ja. Die Bibel, die hat ein ganz eindeutiges Bild davon, wie Gemeinde sein soll. Ja. Die sagt nämlich, hey, wir sind ganz viele und sollen aber doch eins sein. 1. Korinther 12 bis 24, da steht, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Hey, wir sind viele, wir sind hier 350 Leute jeden Sonntag. Und ich hoffe, dass es noch viel, viel, viel mehr werden. Ja? Aber Gott betont hier die Einheit. Wir sollen eins sein. Wir haben einen Gott, wir leben alle unter diesem einen Geist. Und wir sollen uns einigen, wir sollen eins sein. Und ich denke mir, hey, wie soll ich es irgendwie schaffen, durch Ruvens Augen zu sehen? Das funktioniert nicht. Wenn ich sehen will, dann muss ich durch meine eigenen Augen sehen. Durch die Augen, die zu mir, die zu meinem Körper gehören. Ja? Wie soll ich es schaffen, durch Stefans Ohren zu hören? Es funktioniert nicht. Ich kann nur durch meine Ohren hören, die zu meinem Leib dazugehören. Und genauso ist es auch, wenn ich was sagen will, dann kann ich es nicht durch den Mund von Eberhard machen, weil dieser Mund nicht zu meinem Körper dazugehört. Wenn ich meine Gedanken äußern will, muss ich schon meinen eigenen Mund nehmen, weil er zu meinem Körper dazugehört. Und deswegen müssen wir auch zur Gemeinde dazugehören. Wenn wir was sagen wollen, wenn wir was verändern wollen, müssen wir zu diesem Leib, zu diesem Körper dazugehören. Was heißt es, dazu zu gehören? Ich glaube, dass es unter anderem die Dinge hier betrifft. Hey, bete für deine Gemeinde. Wenn du dazugehören willst, bete für sie. Trag sie geistlich mit. Trag deine Gemeinde geistlich im Gebet mit. Das andere ist, handle in deiner Gemeinde. Tu was. Ja? Auch praktisch dabei sein. Und das andere ist, trage deine Gemeinde. Das heißt, auch mit Zeit, mit Geld, mit Finanzen. Ja? Die Apostelgeschichte redet da ganz offen darüber, dass tatsächlich auch das dazugehört, auch wenn es immer wieder ein Tabuthema ist. Aber die haben sich damals getroffen, haben ihr ganzes Hab und Gut geteilt für das Wohl der Gemeinde. Der zweite Punkt ist, such die Unterstützung deiner Gemeindeleitung. Hey, wir alle haben irgendwie Dinge auf dem Herzen, die uns vielleicht bewegen. Also Dinge, wo wir sagen, oh, okay, hey, das ist irgendwie so ein Bereich in der Gemeinde. Hey, es wäre cool, wenn da irgendwas vorwärts geht und wenn da irgendwas passiert, ob das meine Kleingruppe ist, ob das irgendein Dienstbereich ist, wo wir sagen, hey, es wäre so cool, wenn da irgendwas passiert, wenn es da vorwärts geht. Ich habe so viele Ideen und Dinge, die man tun könnte. Aber wichtig ist, dass wir die Unterstützung der Gemeindeleitung haben, unserer Leiter haben. Als Toni in die Gemeinde kam und was im Worship-Team einfach verändert hat und gesagt hat, hey, hier gibt es ein paar Punkte, die möchte ich gerne ändern, da ist er zuerst zur Leitung hingegangen und hat gesagt, hey, schaut mal, das ist meine Vision, das möchte ich machen. Seid ihr damit einverstanden? Seid ihr da mit mir? Und sie haben gesagt, ja. Und so konnten sie gemeinsam hingehen und gemeinsam dastehen und sagen, hey, das wollen wir machen im Worship-Bereich. Das ist unser Ziel. Gemeinde ist immer eine Teamsache. Ja? Wir brauchen den Rückhalt voneinander. Weder die Gemeindeleitung kann irgendwas machen ohne uns, ja? Dann stehen sie nämlich alleine da. Das wäre auch irgendwie ein bisschen blöd. Noch wir können irgendwas machen ohne die Unterstützung unserer Gemeindeleitung. Und ich bin davon überzeugt, dass Leitung von Gott eingesetzt ist.
und dass Gott Leiter einsetzt. Und wenn Gott Leiter einsetzt, hey, dann wer bin ich denn, dass ich mich darüber stelle und sage, ja, ich mache jetzt auch mal, was ich will. Das heißt nicht, dass Leiter Narrenfreiheit haben. Ja? Das heißt nicht, dass sie unfehlbar sind. Leiter machen Fehler. Manchmal machen sie auch schwere Fehler. Ja? Außer Dosen Eberhard, die sind gut. Nee, das passiert. Aber wir müssen uns gegenseitig unterstützen, wir müssen uns gegenseitig dienen und gegenseitig an diesem einen Ziel arbeiten, das wir haben in der Gemeinde. Das Ziel ist, dass wir Menschen erreichen für Jesus. Wenn du was willst, dann trag dein Anliegen der Gemeinde vor. Trag deine Vision vor. Sag ihnen, was dein Herzensanliegen ist und frag sie, ob sie mit dir gehen. Frag sie, ob sie mit dabei sind. Hey, wir haben von Eberhard schon gelernt, wir können auch nach oben hin beeinflussen, auf unsere Chefs in der Firma, auf unsere Leiter in der Gemeinde. Wenn wir es auf eine liebevolle, ehrenvolle, respektvolle Art machen, gar kein Ding. Der nächste Punkt ist, finde deine Vision. Finde deine Vision, finde deinen Visionssatz. Was willst du erreichen, was willst du machen? Was ist dein Herzensanliegen, wenn du an Gemeinde denkst? Was ist das, was dir auf dem Herzen brennt, wenn du an deine Gemeinde denkst? Finde eine Vision. Ich bin davon überzeugt, dass Gott jedem eine Vision geben will, dass Gott jedem dieses Herzensanliegen geben will, wenn er an seine Gemeinde denkt. Was ist das, was in deinem Herzen brennt? Wenn du an deine Kleingruppen denkst, an deinen Dienstbereich denkst, vielleicht bist du auch noch gar keiner und denkst du irgendwie so, hey, wenn ich da draußen an der Kapu-Bad bin, das ist so cool, wie die das machen. Aber ich habe da noch die eine oder andere Idee und ich habe da so die Vision dafür, was man noch alles machen könnte. Hey, finde diese Vision, finde das, was dein Herzensanliegen ist. Finde heraus, was es ist. Sprüche 29, Vers 18, hey, heißt es, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Wenn du keine Vision hast, wenn du kein Ziel vor Augen hast, dann sagt Gott, dann wird es ganz schön wild. Dann irrt man ganz schön wild umher. Wenn du keine Vision hast, dann müssen wir uns eine suchen. Gott liebt Ordnung, Gott liebt es, uns eine Vision zu geben, weil er genau weiß, wenn wir nicht wissen, wo wir hingehen, dann wird es ein Durcheinander. Genau das ist auch das, was er gemacht hat, als er das Volk Israel befreit hat, ja, aus der Sklaverei, aus Ägypten und sie 40 Jahre lang durch die Wüste geschickt hat. Ja. Die sind 40 Jahre lang durch die Wüste gegangen. Und wenn Gott ihnen nicht am Anfang gesagt hätte, hört mal zu, Leute, ich befreie euch jetzt aus Ägypten, ich hole euch da raus und ich will euch in ein Land schicken, ja, in dem es euch gut gehen wird. Ich will euch in ein Land schicken, was euch gehören wird und da wird es euch gut gehen. Das ist das Ziel, wo ihr hingeht. Und ihr müsst dann nur mal eben rausgehen aus Ägypten, kurz durch die Wüste laufen und dann seid ihr da. Naja, vielleicht nicht ganz so kurz. Ich gebe zu, das mit der Dauer, das hätte er vielleicht ein bisschen deutlicher sagen können. Aber so ist Gott manchmal. Ja, er gibt uns ein Ziel und sagt, hey, da geht's hin. Stell dir das mal vor, wenn du da bist. Und wenn du das machst und wenn du dort landest, das wird richtig gut. Aber der Weg dorthin, der ist manchmal ein bisschen anders, als wir denken. Der ist manchmal ein bisschen herausfordernder, als wir denken. Und manchmal ist es einfach ein bisschen anders, als wir es uns vorgestellt haben. Dass Tabea und ich hier sind, ist übrigens ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ja, eigentlich wollten wir nach der School of Worship, wollten wir nämlich nach Bamberg ziehen. Wir hatten immer so als Vision, als Traum, hey, wir wollen in Bamberg Gemeinde gründen. Wir wollen dort entweder selbst ein Gemeindegründungsprojekt machen oder an einem Gemeindegründungsprojekt mitmachen, ja auch mit Andi und Sandy. Und wir wollen nach Bamberg ziehen. Und eigentlich waren wir schon auf dem Weg nach Bamberg. Ja, wir hatten da schon eine Wohnung und einen Studienplatz, hatte Tabea. Und alles war so fast vorbereitet und wir wollten nach Bamberg gehen. Aber Gott hat den Weg doch ein bisschen anders gelenkt. Und wir sind hier in Nürnberg gelandet. Hey, und wir freuen uns mega, dass wir hier in Nürnberg gelandet sind, weil es genau der richtige Weg war für uns. Aber es war anders, als wir uns vorgestellt haben. Und wie es der Zufall will, ja, hat das Jesuszentrum jetzt als Vision, in Bamberg Gemeinde zu gründen. Selbes Ziel, anderer Weg. Und doch landen wir irgendwie am selben Ziel. Wir dürfen mit dabei sein. Manchmal ist es so, manchmal ist es herausfordernd mit Gott, unseren Visionen zu folgen. Und trotzdem ist es manchmal einfach gut. Der vierte Punkt, die PS müssen auf die Straße.
der Bea und ich sind richtig glücklich, dass wir ein Auto haben, weil wir hatten eine ganze Zeit lang kein Auto, ja. Wir hatten fast ein Jahr lang, war es, glaube ich, kein Auto. Und ich hatte damals noch einen langen Weg zur Arbeit. Ich musste jeden Tag nach Neumarkt fahren, zur Arbeit und alles mit dem Zug. Das hat immer ewig gedauert. Und wir sind so Gott so dankbar, dass wir uns letztes Jahr, dass es uns geschenkt hat, dass wir uns ein Auto kaufen durften. Ja? Und wir sind wirklich dankbar. Jedes Mal, wenn wir in dieses Auto steigen, denken wir, wie cool ist es, dass wir dieses Auto haben. Ja? Es ist ein kleiner Opel Corsa. Ja, kein besonderes Auto, ja, das ist kein Sportwagen, nicht irgendwie ein Luxuswagen, es ist ein kleiner Opel Corsa, hat wenig PS, ist keine Sportmaschine, aber es ist unser Auto, ja, und wir lieben dieses Auto über alles. Und wir haben es gekauft, wir zahlen Steuern dafür, wir haben es versichern lassen, haben es vollgetankt, ist auch immer gut. Und was wäre dieses Auto wert, wenn es jetzt einfach auf dem Parkplatz stehen bleibt? Wenn wir es einfach in die Garage stellen würden und das abstellen würden. Hey, das wäre nicht die Bestimmung dieses Autos. Das Auto ist dazu gemacht, damit wir damit fahren, damit wir es bewegen, damit wir es als Fortbewegungsmittel nutzen, dass es auf der Straße ist, dass die PS, die das Auto haben, auch wenn es wenige sind, auf die Straße kommen. Damit wir von A nach B kommen, damit wir Dinge transportieren können, einkaufen gehen können und so weiter und so fort. Dazu ist dieses Auto gemacht. Und ich denke mir, hey, was bringt es uns, wenn wir von Gott berufen sind? Wenn Gott uns eine Vision gegeben hat, wenn Gott uns ein Ziel gegeben hat und beauftragt hat, hey, mach das. Beweg da was in deiner Gemeinde. Und jetzt gehen wir aber hin und sagen, Eberhard, du, ich habe da mal eine Idee, mach das mal. Hey, das ist nicht der Zweck, den Gott uns gegeben hat. Damit bringen wir die PS, die Gott uns gegeben hat, nicht auf die Straße. Damit bewegen wir nichts. Oder nur sehr, sehr wenig. Das heißt, wenn Gott uns berufen hat, dann müssen wir die Dinge auch tun. Die Bibel sieht es so, ja? Die sagt, wir sollen gute Früchte hervorbringen. Die Bibel bringt dieses Bild der Frucht immer wieder. Und das heißt, hey, wir sollen gute Dinge aus unserem Leben hervorbringen. Immer wenn die Bibel davon spricht, dann heißt es, wir sollen gute Dinge aus unserem Leben, aus dem, was wir tun, hervorbringen. Johannes 15 zum Beispiel. Vers 5 steht es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Und so finden wir viele Stellen, wo es genau darum geht. Und wir sollen gute Früchte bringen. Wenn ein Baum gut und gesund wächst, dann bringt er gute Früchte hervor. Wenn ein Baum nicht so gut wächst und vielleicht auf dem falschen Boden steht, auf einem faulen, verseuchten Boden steht, dann bringt er auch keine guten Früchte hervor. Matthäus 12, 33 steht es. Wie der Baum, so die Frucht. Ein guter Baum trägt gute Früchte, ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Gott möchte, dass wir handeln. Gott möchte, dass wir ein Teil der Gemeinde sind, dass wir aktiv in unserer Gemeinde sind, dass wir ein Bestandteil sind, dass wir Einfluss auf unsere Gemeinde nehmen. Aber ist das die Art und Weise, wie wir das tun, ist es auch fruchtbringend? Das ist immer die Frage, die dahinter steht. Bringt es Frucht oder kommt dabei nur faules Obst raus? Sehe ich mit dem, was ich tue, Zwiespalt und Streit oder ist es gewinnbringend für die ganze Gemeinde? Unterstütze ich mit dem, was ich tue, die Vision der Gemeinde oder fange ich an, meine eigene Vision zu nehmen und über die Vision der Gemeinde zu stülpen, obwohl es eine ganz andere ist? Fange ich an, dass ich meine Leiter darin unterstütze, was sie tun? Oder bin ich gegen meine Leiter? Arbeite ich dagegen? Bringe ich Leute gegen sie auf, die dann plötzlich gegen die Leiter sind? Das ist immer die Frage, hey, Gott will, dass wir aktiv werden. Gott will, dass wir gute Früchte aus unserem Leben hervorbringen, auch in unserer Gemeinde. Wir sollen die Gemeinde stärken, weil das Ziel ist, dass wir Menschen erreichen für Gott. Ja? Aber die Dinge, die ich tue, sind es meine Dinge, die vielleicht Ärger bringen oder sind es Dinge, die die Gemeinde unterstützen? Und das letzte Ding ist, hey, wer Frucht bringen will, der muss auch tief verwurzelt sein. Ein Baum muss tiefe Wurzeln haben. Wenn ein Baum keine tiefe Wurzeln hat, dann kommt ein kleiner Sturm, reißt das Ding um und das war's. Das heißt, ein Baum muss tiefe Wurzeln haben oder muss weite Wurzeln haben, auch um die Nährstoffe zu kriegen, die ein Baum braucht. Ja? Manfred hat mir das vorher erzählt, die hatten einen Apfelbaum, ja? Der war auf einer
auf einer Klärgrube irgendwie gepflanzt worden. Und dieser Baum, der hat so schöne und große Früchte gebracht, weil die Wurzeln so tief gehen konnten und so viel, sagen wir mal, Dünger hatte. Deswegen hat dieser Baum so viele Nährstoffe gehabt und konnte so schöne große Früchte hervorbringen. Das fand ich ein richtig schönes Bild. Hey, ein Baum braucht Wurzeln, ja, braucht tiefgehende Wurzeln, um Nährstoffe zu kriegen. Muss nicht immer auf einer Klärgrube sein, aber ja. Aber sieht man mal, dass man auch aus Scheiße was Gutes machen kann, ne? Wer Frucht bringen will, muss verwurzelt sein. Wenn wir was verändern wollen in unserer Gemeinde, dann brauchen wir tiefe, tiefe Wurzeln. Jesus, der war mit seinen Jüngern unterwegs und der hat ein Gleichnis gebracht. Ein Gleichnis vom Säen. Da geht es auch um Wurzeln. Steht in Matthäus 13, 3 bis 23. Könnt ihr, wenn ihr wollt, nachlesen. Ich erzähle es euch. Jesus erzählt das Gleichnis von einem Landwirt, der die Saat ausstreut. Ja? Und ein Teil dieser Saat, der fällt auf einen Weg. Und auf diesem Weg kommen die Vögel und picken die Saat auf, picken die Körner auf. Die können also nicht wachsen. Und Jesus erzählt, ein Teil dieser Saat, der fällt auch auf felsigen Boden. Ja? Und weil der Boden felsig ist, ist da nur eine ganz dünne Erdschicht drauf und die Wurzeln können nicht tief gehen und die Sonne kommt und die Pflanzen verbrennen. Und er sagt, ein Teil dieser Saat, der fällt ins Dornengestrüpp. Und in diesem Dornengestrüpp, da wird die Saat überwuchert und wird einfach erstickt. Kommt kein Sonnenlicht ran, kommt keine Luft ran und die Saat kann nicht aufgehen. Und nur ein Teil dieser Saat, der fällt auf guten Boden. Und dieser Teil, der auf guten Boden fällt, der bringt gute Frucht. 100-fach, 60-fach, 30-fach, sagt Jesus. Und die Jünger fragen sich, hä, was willst du jetzt damit? Sollen wir jetzt irgendwie Obstbauern werden und irgendwie Früchte anpflanzen? Oder was willst du jetzt damit? Erklär mal, sprich nicht immer in solchen komischen Bildern. Erklär, was du willst von uns. Und Jesus sagt, okay, ist gut, ich erkläre euch das. Und er sagt, hey, die Samen, die auf den Weg fallen, das ist wie, wenn wir Gottes Wort hören, aber nicht verstehen. Es geht hierbei um Gottes Wort. Es geht hier dabei, dass wir tiefe Wurzeln sind in Gottes Wort. Es ist wie, wenn wir Gottes Wort hören, aber nicht verstehen. Ja? Da kommen die Vögel, da kommt das Böse, da kommt der Teufel und nimmt die Saat wieder weg. Das, was wir gehört haben, nimmt er wieder weg. Da kommen Zweifel in unser Leben, die sagen, hey, du hast doch da diesen Traum von der Gemeinde und dass du dort was machen willst. Du willst doch eine Kleingruppe gründen, aber das schaffst du nicht. Was hast denn du zu geben? Wie willst denn du bitte schön eine Kleingruppe gründen und Menschen erreichen? Oder da kommen diese Gedanken, die sagen, hey, weißt du was, dieser Leiter, der hat dich doch da richtig in die Scheiße reingeritten. Und was will denn der überhaupt? Was kann denn der überhaupt? Was hat denn der überhaupt dir zu sagen? Der hat doch nichts drauf. Der soll erstmal seinen Dienstbereich richtig auf die Reihe kriegen, bevor er dir irgendwas sagt. Das könntest du 10-mal besser. Ja, und schon sind diese Gedanken da und Streit ist da und Zwiespalt ist da. Der Teufel kommt und will diese Samen wegnehmen, wenn wir das Wort Gottes hören, aber nicht, wenn es nicht tief verwurzelt ist in uns. Wenn es nicht tief geht. Und er redet weiter und sagt, hey, die Samen, die auf den felsigen Boden fallen, das ist wie, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir es aufnehmen, aber wenn wir unbeständig sind. Unbeständigkeit. Sei beständig. Tu das, was du tust, mit einer Treue. Wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du es liest, tu es mit einer Treue. Bleib Gott treu. Ich denke mir immer, hey, wenn jemand kommt zu mir und sagt, hey, du, wir haben doch da in dem Bereich irgendwie, mir fehlt da eine Gruppe. Mir fehlt irgendwie eine Gruppe. Du bist doch Worshipper. Mir fehlt irgendwie eine Gruppe, die auch außerhalb vom Gottesdienst regelmäßig Worship macht. Dann sage ich, hey, bleib deiner Gemeinde treu. Wie wär's, wenn du das auf dem Herzen hast, wenn du nicht einfach eine Kleingruppe gründest, dir Leute suchst, die das auch auf dem Herzen haben und ihr eine Worship-Kleingruppe gründet. Bleib treu. Sei treu in deinem Dienst, sei Teil der Gemeinde und sei beständig auch am Wort Gottes dran. Und er sagt weiter, hey, die Samen, die ins Dornengestrüpp fallen, ja, die sind wie, wenn man das Wort Gottes hört, aber die Sorgen des Alltags kommen, die Zweifel des Alltags kommen, die Versuchungen des Alltags kommen
und das Ganze verdecken. Und ich kenne das, ja? Da ist man sonntags im Gottesdienst und hört eine gute Predigt oder ist voll im Worship drin und alles ist gut und ich bin voll aufgepumpt und ich gehe montags zur Arbeit und der Chef kommt als erstes mit irgendeinem Ding und sagt so, bam, und irgendwie ist alles, was ich sonntags irgendwie gehört habe, alles, was ich da gefühlt habe, die Begegnung, die ich mit Gott hatte, ist irgendwie weg, so überdeckt von den negativen Nachrichten, von der schlechten E-Mail, von einem blöden Anruf, von der schlechten Note in der Uni oder in der Schule und plötzlich ist alles weg. Alltag hat alles weggewischt. Hey, auch hier müssen wir, umso tiefer wir gehen, wenn wir tief in Gottes Wort dran sind, ja, wenn es in unser Herz eingedrungen ist, wo Gott uns sagt, hey, nein, du bist gut, du kannst es. Und Fehler passieren, aber das macht nichts, weil ich dich trotzdem lieb habe. Das ändert nichts an deinem Wert. Wenn Dinge, die Wahrheiten Gottes tief in uns drin sind, ja, dann können auch die Sorgen des Alltags nicht kommen und es einfach wegwischen. Und es spricht weiter, die Samen, die auf den guten Boden fallen, das ist wie das Wort, was ich höre, was ich verstehe und auch umsetze, gute Frucht hervorgeht. Wenn wir das Wort Gottes hören, verstehen und umsetzen, tief in unserem Herzen. Hey, manchmal hören wir Bibelverse zum tausendsten Mal, ja, oder wir hören zum zigtrillionsten Mal eine Predigt über, keine Ahnung, den verlorenen Sohn oder irgendeine Bibelstelle, die du schon tausendmal gehört hast und denkst, ach, nicht schon wieder, aber hey, genau das ist es. Manchmal müssen wir es tausendmal hören. Manchmal müssen wir tausendmal hören, hey, Gott liebt dich. Ich denke so, ja, ich weiß, aber ne, wir müssen es hören, damit es tief in unser Herz reingeht. Wir müssen Gottes Wahrheit immer und immer wieder hören, damit es tief in unser Herz reingeht. Weil wenn wir Tiefgänger sind, wenn wir tief verwurzelt sind, dann können wir Einfluss nehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dann Einfluss nehmen können auf unseren Dienstbereich in den Gemeinden, auf unsere Kleingruppen, in denen wir sind, wenn wir draußen stehen und Kaffee trinken und ein Gespräch haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir dann auch die Atmosphäre prägen können, überall anders, außerhalb von unserer Gemeinde, außerhalb dieser Mauern, wo wir sind. Wenn wir tief verwurzelt sind in Jesus, da verändert sich was in uns und da verändert sich was in der Atmosphäre. Und ich wünsche mir das, dass wir zusammen mehr und mehr lernen, Tiefgänger zu werden, mehr nach Gott suchen, immer mehr und mehr lernen, sein Wort zu hören, zu verstehen und umzusetzen. Immer beständiger werden in dem Ding, im Alltag die Zweifel und dummen Gedanken rauszukriegen, ihm mehr Raum geben, einfach in unserem Leben, unser Leben einnehmen zu dürfen. Seid ihr mit mir? Ein, zwei Leute sind dabei. Ist ja schon mal ein Anfang, das ist gut. Ich habe gestern den Leuten auch immer wieder gesagt, hey, wenn ihr was verändern wollt, dann sucht euch immer ein paar Leute raus. Sucht euch die wichtigsten Leute raus, die mit euch sind und nehmt die mit. Und ich hoffe, ich habe ja auch ein paar Leute, die mit mir gehen und die was verändern wollen in der Gemeinde. Das sehe ich. Das sind bestimmt 100 Leute oder mehr. Sehr gut. Hey, ich habe eine zentrale Idee der Woche mitgebracht. Ach, die muss ich selber einblenden. Die heißt, tief verwurzelt in Jesus kann ich Frucht bringen für meine Gemeinde und mein Umfeld. Lass uns das mitnehmen. Lass uns das mitnehmen in die Woche und hoffentlich auch darüber hinaus. Tief verwurzelt in Jesus kann ich Frucht bringen für meine Gemeinde und mein Umfeld. Ich weiß, das ist manchmal gar nicht so leicht und ich denke mir so, auch unter der Woche manchmal so, oh, jetzt wieder ein Gottes Wort lesen oder ach, jetzt ist hier wieder irgendwie so eine Gebetsgemeinschaft und wir haben doch so viel Besseres zu tun, aber genau darum geht's. Hey, wir müssen nach Gott suchen, wir müssen nach Jesus suchen, wir müssen diese Gemeinschaft mit ihm haben. Tief verwurzelt in ihm kann ich Frucht bringen, kann ich Gutes hervorbringen für meine Gemeinde und mein Umfeld. Lass uns aufstehen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du hier bist und eigentlich nur darauf wartest, dass wir sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Rede in mein Herz, sprich in mein Herz, berühre mein Herz. Ich bin hier, gib mir eine Vision, gib mir ein Anliegen, leg mir was aufs Herz für meine Gemeinde, für die Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, für meinen Dienst, für meine Kleingruppe.
Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen, heute Mittag zu uns allen sprechen möchtest. Dass du hier bist, dass du uns was aufs Herz geben willst. Dass du kein Gott bist, der sagt so, nee, du mit dir nicht, sondern sagt, hey, genau mit dir möchte ich was bewegen. Ich danke dir dafür, dass wir so viele sind und dass wir doch eins sind. Dass wir in einer Gemeinde arbeiten dürfen. Dass wir unseren Dienst tun dürfen, dass wir gemeinsam vor dich kommen können als ein Leib. Vater, ich danke dir dafür, wie du bist. Ich danke dir dafür, dass du so groß bist, dass wir von dir eigentlich mehr erwarten können, als wir uns je vorstellen können. Und ich danke dir dafür, dass das, was wir uns jetzt vorstellen, dass du es noch viel größer machen wirst. Ich bin gespannt darauf, was du mit dem Jesuszentrum vorhast. Ich bin gespannt darauf, was du mit jedem Einzelnen hier vorhast und wie du jeden Einzelnen leiten und prägen wirst und wie wir immer mehr und mehr zu einer Gemeinde werden, die tief verwurzelt ist in dir. Ich danke dir dafür, dass wir Einfluss nehmen dürfen auf unsere Gemeinde. Dass es hier keine Alleingängergemeinde ist, wo einer entscheidet, sondern dass wir eine Gemeinde sind, wo wir gemeinsam Einfluss nehmen dürfen auf die Gemeinde, auf die Gesellschaft da draußen, auf die Stadt, in der wir sind. Vielen Dank dafür, Jesus. Amen.